Hallo zusammen, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Heute geht es mal ums Thema Pistolen und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Tippmann TPX. Das ist das gute Stück hier. Gibt es wahlweise einzeln als Pistole oder auch als großes Set mit ein bisschen mehr Zubehör. Was da alles drin ist, was das Ganze kann und ja, was ihr sonst noch an Zubehör braucht, um die Markierer hier spielen zu können, zeigen wir euch jetzt im Video. Bis gleich. So, da sind wir mit unserem Unboxing-Video zur Tippmann TPX. Wir haben heute zwei Modelle hier. Hintergrund ist, man kann die TPX einmal als einzelne Waffe bestellen oder auch als Komplettset mit einem bisschen mehr Zubehör, zweites Magazin, ein Holster dabei und so weiter. Wir werden einfach mal beide Sets heute zeigen. Fangen mit dem kleinen an, dann das große und ja, dann zeigen wir euch noch ein bisschen Zubehör, was ihr so braucht, damit ihr den Markierer spielen könnt. Fangen wir erstmal hiermit an. Tippmann TPX als einzelner Markierer kommt im Hartschalenkoffer. Kunststoff, zwei Schnallen, lässt sich auch für den Transport gut absichern. Dann haben wir hier schon die Waffe drin liegen, das heißt Tippmann TPX Pistole. Schwarz ist aktuell, glaube ich, auch die einzige Farbvariante. Es gab das Ganze mal mit Oliv und den Tannen. Wird nur noch sehr selten hergestellt, manchmal in Sonderauflage, aber in der Regel ist es nicht mehr zu bekommen. Wir haben ein 7-Schuss-Magazin hier drin, Roundball-fähig, ganz wichtig. Dieser Markierer schießt serienmäßig keine First Strikes. Es gibt da Updates für, aber serienmäßig ist der Markierer wirklich nur für Roundballs geeignet. Also haben wir zumindest erstmal einen Markierer und ein Magazin. Ich lege das nochmal separat. Wir haben noch ein zweites Magazin, das ist im Lieferumfang dabei. Dann haben wir hier selbstverständlich eine große Betriebsanleitung, alles bebildert, alle Informationen drin, was man so wirklich braucht, gibt es hier in Englisch, Französisch, ja, das sind so die beiden Sprachen, die das ganze Ding hat. Dann haben wir Zubehörsäckchen, da gucken wir jetzt auch mal rein, das muss man hier einfach mal aufreißen. Zack, da nehme ich mal die Zähnchen für, schütte das einfach mal so hin und dann gucken wir mal, was wir hier alles drin haben. Also wir haben einmal einen Laufstopfen, Hintergrund ist einfach, die TPX ist hier vorne ein bisschen breiter, da kriegt man nicht so gut einen Laufsocken drüber. Deswegen wird hier mit einem Stopfen gearbeitet, der dann über das Band nach hinten gespannt wird. Es gibt mittlerweile auch breitere Laufsocken am Markt, das heißt, ihr könnt euch dafür auch einen Laufsocken natürlich holen. Ist die Waffe beim Spielen im Holster, dann ist sie sowieso im Holster gesichert, weil das nach unten geschlossen ist. Also da braucht ihr dann keine Sorgen haben, sondern das ist wirklich nur, wenn du das Ganze abseits des Spielfeldes mal auf dem Tisch legst oder ähnliches. Also, Laufsocke oder Laufstopfen für die Sicherheit. Wir haben einen Laufreiniger zum Reinigen, einfach so ein Kabelzug hier mit ein paar Lamellen dran. Das kann man dann einfädeln durch den Magazinschacht, nach vorne durch den Lauf rausziehen oder halt den Lauf auch rausschrauben und dafür das Ganze zum Reinigen, wenn ihr mal einen Platzer habt. Wir haben ein bisschen Fett, das ist hier wirklich so eine Einwegtube, wo wir wirklich einfach nur das Fett rausdrücken können. Ist für den Bolzen, die Ohrringe, die im System sitzen, so ein bisschen zum Schmieren. Wir haben einen Bumper-Ohrring, der sitzt hinten auf dem Bolzen so ein bisschen, in der Bolzenmechanik, Einzelteil. Und wir haben drei Sechskantschlüssel insgesamt zum Warten für die ganzen Schrauben, sei es Gehäuseschrauben, sei es drinnen am Bolzen noch was. Da gibt es verschiedene Größen, damit ihr das alles auseinander schrauben könnt. Soweit erstmal der Lieferumfang zu dem einzelnen Markierer. Jetzt gucken wir nochmal kurz, was ist denn im großen Markierer enthalten. Dazu räumen wir das hier noch kurz beiseite und sind gleich wieder da. So, jetzt kommen wir zum größeren Paket der Tippmann TPX. Wie man hier schon sieht, größere Verpackung, größere Karton. Hier kann man es auch schon ablesen, also ist ein zusätzliches Magazin mit drin, es ist ein Holster mit drin und natürlich ansonsten alles, was wir eben schon mal gezeigt haben. Wir gucken jetzt einfach mal rein, packen das Ganze für euch aus. So, was haben wir hier? Erstmal ist das Ganze in Pappe eingeschlagen. Das nehmen wir mal raus. Hier ist das Einfachste. Hier drunter haben wir noch die Betriebsanleitung. Die hatten wir eben auch schon. Wir haben zwei Magazine insgesamt. Dann, hier nimmt man das am besten auseinander. Die TPX-Pistole. In dem Fall mit dem dritten Magazin. Wir haben dasselbe Zubehör, was wir euch eben schon mal gezeigt haben. Laufstopfen, Laufreiniger, die Immo-Schlüssel, ein bisschen Fett und so weiter. Und dann haben wir von Tippmann ein Holster, das packen wir doch einfach mal aus. Das ist so ein Kunststoffholster, Beinholster mit Schlaufen. Könnt ihr euch auch in der Länge individuell einstellen. Hat noch eine kleine Tasche für Zubehör hier dran. Da könnt ihr also CO2-Kapseln unterbringen oder sowas. Das Ganze lässt sich umbauen von links auf Rechtshänder. Also sprich, ihr könnt das am linken oder am rechten Bein tragen, wie ihr möchtet. Dann habt ihr oben eine Sicherungsschlaufe. Und dann passt der Markierer hier auch sehr formschön rein und lässt sich entsprechend auf das Spielfeld transportieren. Also so sieht das Ganze dann am Bein getragen von der Seite aus. Das wäre auch schon mal der Lieferumfang von dem großen Set. Also ihr seht, extra Magazin und das Holster. Einzelpreis liegt für die beiden Sachen so um die 70, 80 Euro. Das ist auch etwa die Differenz zu dem Paket. Also ein bisschen günstiger ist es. Ich glaube, es kommt so 50, 60 Euro mehr. Sie haben minimal Ersparnis in dem großen Paket. Macht schon Sinn, weil aus einer Kapsel, die könnt ihr auf jeden Fall mit so einer Füllung hier um die 3 bis 4 Magazine verschießen mit einer TPX, je nachdem, wie hoch der Markierer gedreht ist. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt nochmal im Detail. Dafür würde ich auch diese Sache jetzt mal einmal kurz beiseite legen und dann zeige ich euch nochmal den Markierer im Detail und auch, was es noch an Zubehör gibt, also sprich, was ihr an CO2-Kapseln braucht und so weiter.
So, da sind wir wieder mit dem Zubehör für die Tippmann TPX. Erstmal wollen wir jetzt natürlich auf den Markierer eingehen. Ist nicht so viel zu erzählen. Wir haben schon eben gesagt, Standard 7-Schuss-Magazin ist drin. Das löst ihr hier über den Taster im Prinzip aus. Interessant dabei ist, ihr drückt drauf, das Magazin kommt sofort entgegen, ihr könnt aber auch locker drauf, dann habt ihr das ein bisschen erstmal stecken, es kann also nicht direkt rausfallen, so ein bisschen gesichert, dass euch das Magazin nicht auf den Boden fällt, weil das ist Kunststoff, wenn das auf einen Untergrund kommt, dann könnte das kaputt gehen. Dann haben wir hier eine Sicherung, blockiert im Prinzip einfach den Abzug, könnt ihr auf der anderen Seite wieder rausdrücken, dann könnt ihr wieder abdrücken. Was haben wir noch? Wir haben hier unten die CO2-Kapsel drin, das ist im Prinzip einfach so ein Blindstopfen. Den könnt ihr hier oben so ein bisschen einstellen, weil die Kapseln mal einen Millimeter kürzer oder länger sind. Ihr packt die CO2-Kapsel einfach mit dem Dorn, also mit der dünnen Seite nach unten rein. Habt ihr diesen Schnellverschluss, einfach hier so um 45 Grad drehen. Dann ist die Kapsel da drin, die Kammer ist geschlossen. Wichtig, die ist jetzt noch nicht angestochen. Bei der TPX ist das so, ihr müsst den Trigger das erste Mal durchziehen, dann merkt ihr den Widerstand. Damit stecht ihr die Kapsel an. Wenn ihr wieder loslasst, zischt es einmal und das zweite Abziehen ist dann der erste Schuss. Das ist ganz wichtig zu wissen, nicht, dass ihr das dann aus der Tasche zieht. Oh, passiert nichts und der zweite löst erst aus. Also das nur als Hinweis für die Einsteiger mit der TPX. Was haben wir noch? Wir haben einen wechselbaren Lauf, den können wir einfach rausschrauben. Das Ganze sieht dann so aus, das ist der serienmäßige Lauf. Und viel mehr ist an dem Markierer auch erstmal so nicht zu tun. Das ist erstmal die Serienausstattung. Jetzt wollen wir mal gucken, was kann man da an Zubehör noch machen, oder beziehungsweise was braucht man an Zubehör noch, um das Ganze auf dem Feld richtig einzusetzen, und was kann man am Tuning noch machen, um ein bisschen mehr Leistung rauszuholen aus der ganzen Geschichte. Also, Holz hatten wir eben schon gezeigt, war in dem einen Paket schon mit drin, deswegen gehen wir da nicht mehr groß drauf ein. Ist ein sinnvolles Zubehör, weil so eine Pistole ist meistens nicht die Hauptwaffe, sondern ein Zweitarm. Eine Zweitwaffe hast du also am Bein stecken, wenn der erste Markierer leer geschossen ist, Luft ist all oder ähnliches, oder du gehst ins Gebäude, wo du ein bisschen flexibler handhaben willst, das Ganze. Zweite Waffe raus, die lange umhängen und dann für kurze Distanzen die Pistole einfach nach vorne nehmen. Daher Holster auf jeden Fall dabei. Dann zusätzliche Magazine. Gibt es von Tippmann in meiner Zweierpackung. Ihr habt, wie gesagt, zwei, maximal drei Magazine dabei, je nachdem, welches Set ihr bestellt. Drei Stück reichen in der Regel schon aus. Hintergrund ist einfach, ihr habt ja nur eine CO2-Kapsel hier vorne drin mit 12 Gramm. Drei, maximal vier Magazine, je nach Temperatur und Wetterlage, sind damit möglich. Das heißt, bei drei Magazinen müsstet ihr erst die Kapsel wechseln, bevor ihr das vierte oder fünfte Magazin einlegen könnt. Kann man machen, muss man nicht, aber sonst entsprechend hier Magazine im Zubehör einzeln erhältlich. Was auch gehen würde, große Magazine, in dem Fall hier 12-Schuss-Magazine, das heißt, ihr hättet nicht 7, 7, 7, wären 21, sondern ihr hättet zwei Magazine mit jeweils 12 Schuss, macht 24 Schuss. Die bekommt ihr auf jeden Fall auch raus, müsst aber nur einen Magazinwechsel machen. Wir gucken mal ganz kurz, wie das aussieht, weil das verändert die Optik so ein bisschen. Ihr habt dann ein etwas längeres Setup. Aktuell ist der Markierer halt kurz in Hand. Mit dem langen Magazin ist das Ganze dann schon ein bisschen länger. Hat so ein bisschen, ja, Maschinenpistolen-Style. So hier, die sind so ein bisschen ergonomisch geformt, das macht aber nicht wirklich Sinn. Also das ist eher für ein anderes Modell, was es früher mal gab, entwickelt worden. Dieses Magazin ist aber kompatibel mit der TPX, deswegen kann man es hier einsetzen und hätte dann entsprechend 12 Schuss Kapazität drin. Einmal tauschen, zweites 12 Schuss Magazin rein. Und wenn man das dann durchgeschossen hat mit 24 Schuss, dann ist die Kapsel auch definitiv so weit, dass man sie tauschen müsste. Dann wäre also der Prozess wieder Kapselhalter auf, Kapsel raus, neue Kapsel rein, wieder anstechen, einmal drücken und dann hat man wieder Dampf. Das erstmal zum Thema Magazine. Also wie gesagt, es macht da nicht Sinn, viel, viel mehr Magazine mitzunehmen. Drei bis vier kleine oder zwei große, dann seid ihr optimal versorgt. Dann haben wir eben schon angesprochen, CO2-Kapseln. 12 Gramm Kapseln kommen in dieses Modell rein. Es gibt ja 8 Gramm und 12 Gramm am Markt. 8 Gramm ist aber nur was für die First Strike FSC zum Beispiel. Das ist das einzige Modell momentan, was das verwendet. Die TPX verwendet definitiv 12 Gramm Kapseln. Das sind diese hier. Liegen so zwischen 60, 70 Cent, wenn man eine größere Menge nimmt. Einzeln um 1 Euro immer so eine Kapsel. Wird dann entsprechend so rum, das sieht man einigermaßen, in die Waffe eingelegt. Ich kann es ja auch einmal nochmal zeigen. Schnellverschluss rausnehmen. Kapsel so rum einführen, das Ganze verschließen. Das machen wir erstmalig auch mal einen Funktionstest. Ihr merkt jetzt, okay, da passiert gar nichts. Jetzt habe ich Druck und jetzt kann ich schießen. Also der zweite Schuss ist das, was dann entsprechend auslöst bei dem Markierer. So, jetzt sichern wir einfach mal. Ne? Was kann man noch machen? Abzug. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Muster von DSG zum Beispiel, einen geraden Abzug in dem Fall. Bisschen leichter, bisschen filigraner, Aluminium das Ganze, ist nicht so rund gefräst wie der hier, sondern ist gerade. Hat ein paar Querriefen, das hat der Originalschick aber auch, damit ihr ein schönes, sattes Handling habt mit dem Finger. Ja, durch das gerade Abzugsmodell ist das einfach ein bisschen besseres Ansprechverhalten. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man machen, liegt um die 35 Euro. Hier von der Firma Techt ein Tuningbolzen, der ist aus Aluminium gefräst, aufs Minimum wirklich runtergefräst, sehr leichtes Material, hat noch vorne eine gebogene
Tipp dran, also so eine Art ergonomische Front, damit der besser auf die Paint greift. Der wäre zum Beispiel auch kompatibel mit den First Strike Kits, die es für die TPX gibt. Dann könnt ihr den da gleichzeitig einbauen, hat ein bisschen effektiveren Luftfluss, bisschen weniger Rückstoß, dadurch, dass das Bolzen-Eigengewicht ein bisschen geringer ist und so. Ihr spart ein bisschen Luft bei jedem Schuss. Also das ist nochmal so ein kleines Effektivitäts- und Leistungstuning, was man machen kann. Ansonsten optische Geschichten, fangen wir einfach mal hier an. Das ist so ein Frontbody. Hintergrund ist dieses Teil bei der TPX, ist ein in den Body eingelegter Metallblock. Also hier, das ist Kunststoff, das ist Metall. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Hier zum Beispiel mal mit Weaver Rails. Das Ganze kann man dann austauschen. Hätte man hier eine Visierschiene oben drauf, könnte sich also auch ein Red Dot hinlegen. Es gibt noch andere Bodies, da geht die Visierschiene dann über den gesamten TPX Body, wenn man Visierschienen oben auf dem Markierer haben möchte. Da es allerdings ein Sidearm ist, man mit Kim und Korn hier relativ gut zielen kann und die eigentliche Distanz von so einem Markierer 15, 20 Meter beträgt, im Gebäude sogar eher weniger, muss man nicht unbedingt haben, wäre es aber richtig voll aufmotzen möchte mit Red Dot und alles, kann sich sowas auf jeden Fall anschaffen. Letzte coole Sache, auf die wir noch eingehen wollen, ist ein Schalldämpferadapter. Dazu schrauben wir jetzt einfach mal den Standardlauf hier raus. Ich habe uns hier mal einen kleinen Lauf von der Firma Labco organisiert. Ähnliche Länge. Das Besondere hier, der hat Züge und Feld, also sprich, der sorgt auch für eine Rotation des Balls. Hier haben wir jetzt einfach mal irgendein Muster genommen, Schalldämpfer, in dem Fall glatte Optik, damit wir es so ein bisschen optisch angepasst haben. Das ist halt ganz cool bei so einem Markierer. Der kommt dann halt ein Stückchen raus, der Schalldämpfer. So, und dann sieht man schon ein bisschen aus wie James Bond mit der ganzen Geschichte. Hat eine coole Schalldämpferoptik. Ja, gibt es verschiedene Varianten. Das Ganze gibt es ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Den habe ich jetzt einfach mal genommen, weil er wirklich optisch einfach mir am besten gefällt. Also macht wirklich ein bisschen was her. Die gibt es sogar fürs Ausland mit Funktion, die Schalldämpfer. Das nur so am Rande erwähnt. Und ja, dann hätte da auch so einer TPX auch schon wieder optisch was ganz anderes gemacht. Soweit erstmal zu den möglichen Tuning-Optionen, die wir haben, zum Zubehör der TPX und ja, was im Lieferumfang enthalten ist. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Alle Produkte werden wir euch natürlich wieder auch unter dem Video verlinken und wenn ihr Fragen dazu habt, dann stehen wir euch jederzeit gerne über die üblichen Kommunikationswege zur Verfügung. E-Mail, Telefon oder schaut im Online-Shop vorbei. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!